Ich werde Ihnen also jetzt in den nächsten so circa 5,5 Stunden meine Autobiografie vorlesen. Die Saison mal eher tragisch bis depressiv. Das liegt vor allem daran, dass alle Texte, die ich heute zum Vortrag bringe, zu 100% der Wahrheit entsprechen. Da schwöre ich beim Leben meines Kompagnons. Wird man, weil man für ein anspruchsvolles Instrument einfach keinen Ehrgeiz hat. Oder weil man nicht üben, aber trotzdem die Biermarken beim Volksfest haben will. Und wir Tubisten, wir sitzen ja lieber, weil jede unnötige Bewegung ist ein Aufwand und einen Aufwand, den schätzen wir überhaupt nicht. Und da kann man ruhig mal auf ein bisschen Rampenlicht verzichten. Gegen meinen Gitarristen, den Guto, habe ich sowieso keine Chance, denn erstens ist Gitarre Lagerfeuer und per se sexy. Und außerdem ist er auch noch fesch und Brasilianer, da kann ich mich gleich auf andere Sachen konzentrieren. Mag. In einer, jetzt sagen wir mal, Dvorak-Symphonie, ne? Haus Nummer 9, ne, da spielen die ersten Geigen ungefähr 20.000 Töne, die Tuba 7. So, das Interessante dabei ist jetzt, dass der Geiger und der Tubist dafür genau das gleiche Geld kriegen. Wenn man also jetzt das Pro-Ton-Einkommen berechnet, also sagen wir mal bei einer Abendgage von 300 Euro, dann erhält der Geiger pro Ton 1,5 Cent. Ich 21,43 Euro. Am Freitagabend trainierte die B-Jugend des FC Geisenfeld und probte auch die Geisenfelder Stadtkapelle. Und ich war in beiden Vereinen drin. Ich entschied mich, die Entscheidung nicht selbst zu treffen, sondern brachte das Problem sowohl beim Trainer als auch beim Dirigenten vor. Der Trainer sagte schließlich, ich solle mich doch lieber auf die Musik konzentrieren. Und der Dirigent meinte, dass mir der Fußball doch sicher sehr viel mehr Spaß mache. Wir haben in den letzten Jahren viel Zeit in Flugzeugen verbracht, meine Tuba und ich. Die Handgepäckkontrollindustrie baut viel zu kleine Scanner, da passt an 3 von 4 Flughäfen mein Teil einfach nicht durch. Entnervte Handgepäckkontrolleurinnen fordern mich dann immer auf, die Tuba doch aufzugeben, denn was nicht durch den Scanner passt, darf auch nicht an Bord. Dann kommt der Satz, auf den ich mich immer am allermeisten freue. Ich zeige auf den erstbesten Dicken und sage ganz laut, dass der ja auch ins Flugzeug darf, obwohl er nicht durch den Scanner passt. Dann werde ich immer ziemlich hastig weitergewunken. Für die Veranstalter sind wir auch sehr pflegeleicht. Weil wir zwei, wir brauchen nur ein Hotelzimmer. Das kriege ich. Weil der Guto kommt erfahrungsgemäß immer unter.